Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Karim Hussein. Karim Hussein studierte Medizin und Hürden. Der schweizerisch-ägyptische Leichtathlet gewann 2014 die Europameisterschaften über 400 Meter Hürden und schloss 2018 sein Medizinstudium mit dem Staatsexamen ab. Er wurde dreimal zum Schweizer Leichtathleten des Jahres gewählt, 2021 bei den Schweizer Meisterschaften positiv auf Doping getestet und für 9 Monate gesperrt. Karim Hussein, wie wirbt denn eigentlich der schnellste Hürdenläufer von Europa? Ja, es ist so gewesen. Mir war grundsätzlich immer egal, welche Sportart. Ich wollte einfach Profisportler werden. Ich habe Tennis gespielt mit 12, habe mich dann dort entscheiden zwischen Fußball und Tennis. Habe mich dann für Fußball entschieden. Und das ist sehr gut gegangen, bis zum Moment, wo es immer so darum gegangen ist, Ausbildung oder Sport. Das hat mich immer genervt, weil ich beides machen wollte. Und ja, dann ist es darum gegangen, dass ich auch Medizin studieren wollte. Und dann habe ich gesagt, hey, ich probiere es einmal. Es ist gerade nach den Olympischen Spielen, wo der Usain Bolt rausgekommen ist und alles so einfach und cool ausgesehen hat. Und dann habe ich im 2009 aufs Studium in dem Sinne angefangen. Und hat sich gut angefühlt. Ich habe hier in Bern trainiert. Der Chef, ehemalige Chef Leistungssport hat sich dann mir nochmal angenommen, weil der ist ein ehemaliger 400 Meter Hürden-Sprinter gewesen. Und dann bin ich am zu ihm auf Bern gefahren und Fribourg-Bern hin und her. Also du bist ja Arzt und Profisportler. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Schaffst du je 50-50 oder je 200%? Nein, ich bin Arzt. Ist es etwa 5-10%. Also ich bin nicht Assistenzarzt im Spital. Diesen Weg habe ich noch nicht eingeschlagen. Ich habe es bis jetzt eher unternehmerisch oder begleitend gesehen, beratend gesehen. Weil das Schwierige ist, Studieren und Sport machen ist nicht schwierig, weil du kannst dir vieles selber einteilen. Und du musst physisch nicht präsent sein. Das Schwierige ist, wenn du musst physisch präsent sein und vor allem musst präsent sein. Auch im Kopf. Das wird schwierig, dann wird es schwierig zum Kombinieren. Und darum, Assistenzarztzeit musst du mindestens 50% machen, damit du es anrechnen lassen kannst. Und das geht nicht. Also Sport, 100%. Ich habe immer gesagt, ich bin 100% Sportler, aber das nimmt nicht 12 Stunden von meinem Tag ein. Also das Training ist irgendwie 3-4 Stunden. Vielleicht 5-mal, wenn ich 2 Trainings habe. Und dann bleiben wir immer noch 7 Stunden mindestens für anders. Klar, die Erholung ist wichtig. Das ist vor allem entscheidend auch. Aber darum habe ich immer, darum geht es nebenbei etwas zu machen. Ich bin nicht Ausdauerathlet. Also wenn ich jetzt irgendwie 6 Stunden abspulen oder wie ein Triathlet aufs Velo, nachher gehen schwimmen, nachher gehen rennen, ist nochmal etwas anderes. Ich mache Sprintdisziplin. Kurz, intensiv und dann kann ich weiter. Jetzt hast du ja 9 Monate Zeit gehabt, um deine Dissertation zu schreiben. Was ist denn eigentlich das Thema? Nein, ich habe erst Bestätigung, dass ich anfangen kann. Ich habe das Thema erst bekommen, weil ich musste mich zuerst wieder immatrikulieren an der Uni. Und damit du dich kannst immatrikulieren kannst, musst du eine Vereinbarung haben. Und damit du eine Vereinbarung kannst haben, musst du ein Thema haben. Und das habe ich noch gehabt, das musste ich präsentieren in einer Fragestellung und habe das können, habe die Vereinbarung bekommen, habe mich immatrikulieren und das bin ich jetzt und darum kann ich jetzt offiziell auch anfangen. Und jetzt werden wir anfangen mit der Datenerhebung und mit dem Schreiben und dann wird irgendwann im November, wird das hoffentlich durch sein. Und ist das Thema Keim? Nein, also das Thema ist, es geht darum, um den Effekt von Vitamin D, Omega 3 und einem Krafttraining, das die Leute zuhause gemacht haben, auf die Auswirkung, ob es eine Auswirkung hat auf die physische Aktivität bei älteren Menschen. Und ältere Menschen sind definiert als plus 65. Und dort werden wir schauen, haben die 3 Interventionen einen Einfluss auf die Bewegung oder die physische Aktivität von älteren Leuten im höheren Alter und Gehgeschwindigkeit.
muss ich noch sagen. Hast du jetzt gerade gesagt, im höheren Alter geht es eigentlich noch? Ja. Ich bin eine Rakete. In der Kurve bringe ich dir im Fall 18 G auf die Turnschuhe. Die G-Geschwindigkeit bezieht sich nur etwa auf 10 Meter. Also das sind so Tests, wo du vor allem bei wirklich älteren Leuten machst, um zu schauen, wie sie noch auf der Beine sind. Und das messest entweder über 5 Meter, über 10 Meter, über 20 Meter. So. Und dann kannst du das immer wieder testen. Das ist die Gehgeschwindigkeit jetzt bei uns im Test. Und dann tust du das extrapolieren? Nein, das ist einfach eine Messgröße. Das ist einfach eine Messgröße, die du nachher im Verlauf kannst vergleichen. Hat eine Intervention einen Einfluss auf die Gehgeschwindigkeit? Wie das Gewicht oder Erholung oder VO2 Max ist einfach eine Messgröße in dem Fall. Wie trainierst denn du? Ich trainiere über das Jahr unterschiedlich. Du musst dir vorstellen, ich mache erstens mal eine Sommerdisziplin und ich mache vor allem nur im Sommer Wettkämpfe. Und meine Disziplin ist 400 Meter Hürde. Und 400 Meter ist immer noch eine Sprintdisziplin. Das heisst, ich lebe nicht vom Sauerstoff, wie es ein Marathonläufer macht, sondern ich lebe von der anaeroben Kapazität. Also die Energie, die mein Körper ohne Sauerstoff maximal schnell kann gewährleisten. Und dann ist das Training einerseits aufteilt in verschiedene Bereiche. Also ich mache Krafttraining machen, für die Stabilität, für die Maximalkraft. Ich mache Sprinttraining, damit ich unten raus schneller bin, was mir oben raus noch mehr Effizienz gibt. Je schneller du bist, desto einfacher fällt es da, eine längere Distanz auf einem langsameren Niveau zu machen. Ich mache Ausdauer, selbst ist mehr für die Erholung. Ausdauer ist immer gut, einfach für die Erholung. Je mehr Sauerstoff du im Körper kannst verwerten, desto besser. Dann musst du aber aufpassen, dass du nicht in die Ausdauer reingehst. Je mehr Ausdauer dass du trainierst, desto mehr durch die langsamen Muskelfasern trainieren. Und dort musst du ein bisschen den Mix finden. Und dann gibt es noch die sogenannten Laktazide-Trainings. Das ist die Phase, die etwa bei 250 Meter anfängt, wo nicht mehr beziehungsweise wo Laktat, also Milchsäure entsteht und du unter dieser Milchsäure noch musst können performen. Das kannst du dir vorstellen, wenn du eine Minute lang Liegestütze machst und dann machst du es nochmal 30 Sekunden. Das sind so die sauren Arme, nebst dem, dass sie müde sind. Und dann ist es so, ich mache Anfangsjahr, also Anfangsaufbau, mache ich viel Umfang, mehr Ausdauer, alles ein bisschen langsamer, dafür viel. Und je näher, dass ich an den Wettkampf ankomme, desto spezifisch werde ich, desto intensiver werde ich, das heisst explosiv im Krafttraining, viel Gewicht und schnelle Ausführung, viel Sprünge, viel Sprints und Wettkampf näher, das heisst wirklich auf dem Tempo, wo ich im Wettkampf auch habe, dafür viel mehr Pause. Also du kannst sagen, je mehr Umfang du trainierst, desto mehr kannst du trainieren und weniger Erholung brauchst, weil dort machst du auch viel mit dem Sauerstoff. Und je intensiver das es wird, desto mehr Erholung brauchst du, nicht nur wegen dem Sauerstoff, vor allem wegen der Strukturen, Muskulatur, Gewebe, Sehnen, die sich erholen müssen, die wieder in die Spannung reinkommen müssen. Und auch das Nervensystem, das sich erholen muss. Und machst du das alles alleine oder hast du einen Coach, der mitmacht? Ich mache es oft allein, wenn ich ganz harte Läufe habe, irgendwie 400, 500 Meter, 600 Meter im Training. Dann habe ich meinen Trainer, der immer noch topfit ist, der irgendwie bei 200 Metern dann einsteigt. Aber meistens allein, ja. Aber du brauchst schon jemanden, der dir auf die Finger bzw. auf die Füße schaut und dich antreibt. Oder motivierst du dich alleine? Ja, ich motiviere und ich bin schon allein. Und ich denke, das ist auch die Voraussetzung sicher von jedem Spitzensportler oder Profisportler, dass die Motivation oder generell jemand, der im Beruf ist und etwas sich höhere Ziele setzt, die Motivation muss von sich selber kommen. Klar hilft es, wenn andere das auch tragen und teilweise auch noch verrücktere Ideen haben, vielleicht sogar wie du. Die Motivation muss von dir kommen, was bei mir oder was ich merke, was schwierig ist. Ich mache Trainingspläne selber. Und manchmal, wenn du natürlich im Training bist und nochmal einen Lauf hast und du bist müde, dann fängst du an zu überlegen, ja, soll ich jetzt machen? Nützt es überhaupt etwas? Schadet es nicht? Und dann ist es schon gut, wenn der Trainer dabei ist, der sagt, hey, nein, jetzt machst du ihn. Aber wo manchmal auch dabei ist und sagt, hey, nein, jetzt nehmen wir raus. Weil bei dir selber, eben, bin ich
ich bin Arzt, aber wenn ich Patient bin, dann kann ich über mich selber, bin ich nicht gut im Therapieren. Ich brauche jemanden von außen. Und genau im Sport auch. Ich bin nicht gut immer oder unmittelbar im Training mir Feedback geben und zu hören, es braucht eine Aussenansicht. Das ist extrem wichtig. Lass uns doch noch rasch einen Blick aufs Low-Intensity-Interval-Training werfen. Also das Low-Intensity-Interval-Training oder das High-Intensity-Interval-Training? Ja, zuerst LISS. Also das Low-Intensity-Steady-State-Training. Das ist eigentlich das, ich würde mal behaupten, was du machst. Das ist ungefähr bei 50-60% vom maximalen Herzschlag zu trainieren. Also immer niederschwellig. Ja, das ist es eigentlich schon. Und das Gegenteil wäre dann High Intensity? Ja, aber über eine kurze Zeit. Also dort ist es wirklich ungefähr bei 90-95% vom Puls. Aber auch über eine kurze Zeit, im Gegenteil zum Low Intensity. Also du bist ja auch ungefähr über eine Stunde unterwegs. Und beim High-Intensity-Intervall, das ist wirklich irgendwie über 10 bis 20 Minuten immer wieder Intervall von ungefähr 30 Sekunden einfügen, wo du einfach fast das Maximum von deiner Ausdauerleistungsfähigkeit kommst oder Sauerstoffkapazität kommst. Und durch das die Intervallphase hast, Ausdauer, aber auch Sprint und du kannst dort halt in kürzerer Zeit mindestens den gleichen Reiz setzen. Und das ist gut. Also beim einen kann ich noch reden und beim anderen nicht? Nur in jeder Pause vielleicht, aber dort empfiehlt es sich auch nicht. bei dem kannst du noch reden, ja. Und was passiert denn jetzt mit dem Körper konkret, wenn man hochintensiv trainiert? Was wird alles angeregt? Alles? Ja, alles. Halt vor allem der Herzkreislauf. Was halt langfristig gut ist, oder was, also ich bin nicht der Experte für High-Intensity-Intervall-Training, aber was dort einfach gute Erfahrungen sind, ist mit der Fettverbrennung, dass du halt langfristig einen Effekt hast, auch nach dem Training, dass die Fettverbrennung angeregt wird. Du hast die Ausdauerkomponente, die verbessert wird, also deine Erholung wird besser, deine VO2-Max wird besser. Ich glaube, behaft mich nicht, auf Zellebene ist das irgendwie Mitochondrien, Kaliumionen, wo besser reagieren und du da einen Zuwachs hast. Und ja, du hast einfach bessere Ausdauerfähigkeit, die du in kurzer Zeit kannst generieren. Was denkst du, wie wird sich das Training in der Zukunft entwickeln? Werden die Olympiasieger in 20 Jahren anders dazu gehen, wie ihr heute? Ich glaube, dass es generell wie in der Gesundheit auch auf das Individuelle geht, halt wirklich ausreizen, individuell. Technisch, also wir haben im letzten Jahr hat es ein neues Schuhmodell gegeben, das jetzt lange nicht geht, die Leichtathletik, mit einer Carbonsohle und mit einer Dämpfungsfunktion. Also ich glaube, auf technischer Ebene wird es anders sein. Wir haben zum ersten Mal einen Athlet gehabt, der unter 2 Stunden den Marathon gelaufen ist, auch wenn es nicht unter korrektem Verhältnis war. Aber der hat auch zum Beispiel eine neue Schuhe gehabt. Das ist ja auch extrem trendig im Moment, die Marathonschuhe, wo die einfach schneller machen, weil du weniger ermüdest, beziehungsweise weil du mehr Rebound hast vom Boden und du das effizienter bist. Ich glaube, es geht noch mehr Technik. Ich glaube, die Trainingsphilosophie an sich kannst du nicht ändern, weil der Körper ist der gleiche wie vor 50 und 100 Jahren und reagiert plus minus auch besser. Ich denke, es gibt bessere Erholungsmaßnahmen bei der Ernährung, Supplementierung gibt es vielleicht individuellere Ansätze. Ich glaube, es ist vor allem so, dass das Individuelle und ich denke oft weniger ist mehr und es geht mehr um Qualität und nicht mehr einfach nur um Machen. Weil viele Trainingslehren, so wie ich es gehört habe von Trainern, bestehen noch aus DDR-Zeiten und das sind halt Zeiten, wo nachgeholfen worden ist. Und wenn du die Trainingspläne machst mit den Athleten, dann verblasst es einfach viele. Ich glaube, es geht wirklich darum, weniger ist mehr und zu welchem Zeitpunkt machst du was. Das ist entscheidender geworden und individuell.
Du hast jetzt gerade Nachhilfe gesagt, womit wir bei einem Thema angekommen wären, das dich unerfreulicherweise in die Medien katapultiert hat. Ich nehme an, dass du schon tausendmal hast müssen über die Buchstabenkombination Ketamin reden und die schon gar nicht mehr hören magst. Nein, gar noch nicht viel, weil bis jetzt habe ich mich recht zurückgenommen. Ich hatte zwei oder drei Podiumsdiskussionen gehabt. Und dort, klar, haben wir darüber geredet. Ich habe immer gesagt, ich warte mal drauf, bis ich mal gelöchert wird. Da bin ich bis heute nicht. Aber also dann erzähl jetzt mal, was ist das Nicketamid? Also ich erzähle mal, was passiert ist. Also das Nicketamid ist im... Also ich habe eine Lutschtablette. Ich habe nach dem Rennen an der Schweizer Meisterschaft ein Glycoramin zu mir genommen. Und absurderweise in Anwesenheit von einem Dopingkontrolleur. Also das Nicketamid ist... das ist ein Derivat vom Vitamin B3. Das heisst, es ist einfach so ein Abkömmling. Was es genau macht, das weiss man nicht. Es regt den Kreislauf an. Was man aber weiss, wissenschaftlich, glücklicherweise, es ist nicht leistungssteigernd. Es ist einfach kreislaufanregend. Darum ist es auch immer, also ich höre es, was ich immer höre und was ich langsam satt habe, ist, ja, das gibt meine Großmutter mir zum Wandern. Das habe ich immer gehört. Also es ist in der Schweiz das Glycoramin, ein Wanderprodukt bis jetzt. Nein, aber jetzt hör mal. Jetzt bist du Profisportler und Mediziner. Yeah, yeah. Und du schmeißt das Zeltchen on top of it vor den Augen von einem Dopingkontrolleur rein. Also das finde ich schon ein bisschen extrem, um es mal positiv zu formulieren. Ja, also die ganzen Umstände, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe. Erstens bin ich nie gelöchert worden und die ganzen Umstände, die habe ich auch nie erzählt. Und die werde ich jetzt auch nicht, oder werde ich in näherer Zeit nicht erzählen, weil sie einfach keine Relevanz haben. Das Einzige, was eine Relevanz gehabt hat, ist, es gibt eine positive Probe und ja, die gibt es. Die habe ich auch nie abgestritten, die habe ich vom ersten Moment zugesagt. Das andere ist, also das habe ich oft gehört, ja, du bist Arzt und alles. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie komisch kommuniziert haben, weil es ist ganz einfach, wenn mir Produkt oder wenn du zum Beispiel einen Schnupfen hast und du willst abklären, kann ich die Tröpfchen nehmen, dann kann ich in eine App gehen und schauen, ist das Produkt erlaubt oder nicht. Und dann ist grün und rot. Ganz einfach. Das kann eine Fünfjährige im Handy eingeben. Und selbstverständlich habe ich das gewusst und gemacht. Ich habe gewusst, das ist im Wettkampf nicht erlaubt. Das Problem und der Fehler, der mir passiert ist, ist, an der Schweizer Meisterschaft habe ich, aus welchen Gründen auch immer, meine Krafttraining-Tasche mitgenommen und nicht meine Wettkampftasche. Und ich habe nicht kontrolliert, was ich in dieser Tasche drin habe. Das war der Fehler gewesen. Und ich habe einen einzelnen Suguss, eine einzelne Lutschtablette dort drin gehabt. Und als ich vom Rennen zurückgekommen bin, lange ich in die Tasche und habe eine Banane und noch ein paar andere Sachen genommen. Und dummerweise habe ich auch noch die genommen. Es war also nicht eine fehlende medizinische Expertise, sondern es war einfach eine Unachtsamkeit. Und eine Unachtsamkeit an dem Tag, wo ich mir nicht übel nehme, der Fehler, den ich gemacht habe, ich habe vor dem Wettkampf nicht kontrolliert, was ich in der Tasche habe. Und das ist es, ja. Du hast jetzt gerade gesagt, du dürfst Suguss nicht sagen. Ja, ist denn das tatsächlich ein Suguss gewesen? Welche Farbe? Nein, also das ist ja, ich meine, das ist ja ein eigenes Produkt. Suguss ist ein geschützter Name, also ist ein Markenname. Und das ist es nicht gewesen? Nein, es ist eine Lutschtablette. Also es ist von der Konsistenz ist es das Gleiche, ein Kaubonbon oder eine Lutschtablette. Aber ja, ich will die andere Firma natürlich nicht in Petrolie bringen. Also gut, jetzt haben die dich überführt. Und dann, was hat der Karim Hussein im ersten Moment gedacht? Ich meine, es gibt so die Phase, die man sonst von der Trauer kennt, mit Schock, Bekämpfen, Depression etc. Es gibt verschiedene Phasen. Und bei mir war es so, ich hatte einen Schock gehabt, extrem, und dann gerade direkt Depression. Im Sinne von, ich bin voll in eine Tiefkeit. Und das habe ich so auf dem Level mir nie können vorstellen. Ich habe schon im Studium und auch vereinzelt mal Manager angetroffen, die ein Burnout haben. Und dort, das ist wirklich, wenn der Stecker gezogen ist. Und das hatte ich 3 Tage lang gehabt. Das nicht können laufen, nicht können reden. Und ich will das nicht irgendwie, ich bin nicht ein Opfer. Auf keinen Fall. Aber diese Phase, die habe ich wirklich durchgemacht.
Und dort ist es vor allem so darum gegangen, hey, was ist, wenn das rauskommt? Weil am Anfang ist es noch so gewesen, hey, log, blöde Fehler, null Vorsatz, null Vorteil, vor allem, weil es nach dem Rennen ist. Es ist ja nicht irgendetwas, das vertuscht. Wie gesagt, es ist nicht leistungssteigernd. Also von dem her ist immer so gewesen, vielleicht gibt es eine Verwarnung, weil es hat auch schon Athleten gegeben, die das genommen haben, die eine Verwarnung bekommen haben. Also vielleicht gibt es eine Verwarnung oder bis zu 2 Jahre. Das ist so im Raum gestanden. Und dann ist wirklich so die Ungewissheit ist extrem schwierig. Und so dass, ja, wenn das rauskommt, hey, was denken die anderen? Was ist die Öffentlichkeit und der Ruf? Und das hat mich extrem beschäftigt. Und dort habe ich aber gemerkt, wo das raus ist, komischerweise, ist es wie ein befreiendes Gefühl gewesen. Ja, dann ist es sicher schwierig gewesen, auf verschiedenen Ebenen, mental, am Anfang vor allem, und dann immer wieder mal so zyklisch. Und sportlich habe ich gerade wieder angefangen. Das ist gut gewesen, das hat mich auch irgendwo durchgerettet. Finanziell verheerend, partnerschaftlich 50-50, würde ich sagen. Gewisse sind, oder Nike zum Beispiel ist gerade abgesprungen. Die haben eine Null-Zero-Policy. Und andere haben gerade verlängert. Dann hat es andere Partnerschaften durch das ergeben. Also jetzt so verschiedene Elemente, Mitmenschen lernst du kennen, das ist wirklich eindrücklich, wie die Menschen darauf reagiert haben, plus oder nicht, also positiv sowie negativ und ohne darüber zu urteilen, ist wirklich faszinierend und ja, viel Lernprozess, wo du mit ein bisschen Abstand je mehr erkennst. Du bist eigentlich recht schnell aus der Depression rausgekommen. Warum? Ja, also ich muss sagen, also ich hatte 3 Tage lang Vollgas ein Loch gehabt. Für mich, ich bin gut für mich aus dem rausgekommen, weil ich vorher extrem an mir gearbeitet habe, glaube ich. Ich habe gewusst, wer ich bin, ich habe gewusst, für was ich stehe, ich habe gewusst, was ich will. Und ich habe das Thema an mir arbeiten und das tägliche an mir arbeiten und auch mit jemandem an mir arbeiten, das habe ich vorher schon gemacht. Und darum glaube ich, bin ich in dem Moment, wo es extrem schwierig war, in dieser Niederlage, auch ready gewesen, zum Tools haben, wie ich damit umgehen kann. Und damit umgehen heisst auch schon nur, ich meine, das heisst nicht in eine Depression fallen, sondern das können annehmen. Und das ist ein Teil davon. Und zu erkennen, hey, das ist jetzt so, und zu wissen, es geht vorbei. Das hilft schon extrem. Wo ich gehört habe, ich werde 9 Monate gesperrt, der erste Gedanke, den ich hatte, war, okay, 9 Monate, ich bin gesund, zum ersten Mal kann ich gesund in den Aufbau. Und das sind so Sachen, wegen dem hätte ich es gleich lieber anders wollen, oder wegen dem habe ich das nicht gesucht, aber es ist passiert und jetzt geht es darum, was machst du daraus? Und ich glaube, so das Entscheidende war am Schluss, wo ich irgendwann mal festgestellt habe, es ist wie egal, was passiert im Leben. Entscheidend ist immer nur, welche Bedeutung du dem gibst. Die Dopingsperre ist jetzt ja dann vorbei. Wie geht es weiter? Ja, es geht weiter. Es ist wie ein Neuanfang. Ich kann jetzt gerade, was Rennen anbelangt, fragen mich viele, ja, wo startest, wenn startest. Und ich kann es nicht sagen, weil ich weiß nicht genau, wie werden gewisse Veranstalter reagieren. Ich weiß nicht genau, oder ich habe noch keine Zeit. Für mich zählt keine Zeit. Ich habe kein Ranking mehr. Ich muss jetzt einfach mich erst auf die ersten Rennen fokussieren und dann noch dies nachschauen. Es ist wirklich wie neu wieder anfangen. Was heisst kein Ranking mehr? Wird einem das aberkannt, wenn man gesperrt wird? Also das Ranking zählt immer nur 12 oder 15 Monate. Und bei mir werden halt die letzten 12, 15 Monate gestrichen. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Du musst dich anmelden für das Rennen. Sagst du, grüezi wohl, ich heiße Karim Hussein, ich würde gerne bei euch mitsammeln. Und dann sagen die unter Umständen, ja nein, das geht gar nicht. Bei uns rennen nur die Besten. Es ist also egal, ob du Europameister gewesen bist oder im Turnverein Oberherlitzbach mitmachst. Du musst ganz von vorne anfangen. Also du kannst dich, sagen wir jetzt mal plakativ gesagt, für irgendein Dorf anlassen, kann sich jeder anmelden, der eine Lizenz hat. Nein, das wäre jetzt ganz fies. Wenn du das machen würdest, das wäre ja eine versteckte Kamera. Aber das ist, da fangen wir immer an. Da fängt jeder, also
Anfang Saison machen das alle. Weißt, zum Beispiel in Jamaika, der Usain Bolt ist nicht immer nur an Diamond League Rennen gerannt. Dort fängst du bei den kleinsten Meetings an, weil das sind für dich, das sind immer noch wie so Trainings unter Wettkampfbedingungen. Dort holst du Selbstvertrauen, kannst etwas ausprobieren, kannst mal eine andere Disziplin machen und jeder fängt an einem kleinen Meeting an. Anfang Saison gibt es nur kleine Meetings. Und dann kommt es darauf an, natürlich, ja, bist du kompetitiv, hast gewisse Zeit und dann kannst du dich anmelden und dann geht es über Agenten, Manager. Und ja, für das braucht es erst wieder eine gute Zeit. Ah, eben, das hast du auch, Agenten und Manager. Ja, genau. Also du musst vor allem Kontakt haben, in erster Linie. Wenn es dann am Schluss um Diamond League Rennen geht, dort gibt es spezielle Manager, aber also wenn du Zeit hast, wenn du Leistung hast, dann das hilft immer. Du hast gesagt, einzelne Partner haben sich getrennt von dir, andere haben dir die Stange gehalten. Um den Sport zu finanzieren, braucht man ja Sponsoren. Wie kommst du denn überhaupt eine neue an? Hat es neue gegeben? Ja, es hat neue gegeben. Also bei mir ist es auf jeden Fall, beziehungsweise in der Leichtathletik ist es so, dass du, oder bei mir ist Start, Preisgeld ungefähr 20% gewesen, Amix, und der Rest ist über Partnerschaften gewesen. Ja, es hat neue Partnerschaften gegeben, es hat solche gegeben, die haben gerade verlängert und es hat eine neue Partnerschaft gegeben, die in dem Sinne einen Anknüpfungspunkt hat. Ich bin Anfang des Jahres zu der Firma, die Glycoramin herstellt, zu der Firma Hänseler, und haben sie gefragt, ob wir nicht ein Produkt machen wollen, das man im Wettkampf auch annehmen kann. Ich muss dazu sagen, Glycoramin darf man im Training nehmen, darum habe ich es auch im Krafttraining genommen und nehme es auch immer noch, aber im Wettkampf nicht. Und ich hatte eine Idee für ein Produkt, das man im Wettkampf auch annehmen kann, beziehungsweise es ist eben genau dann nicht das Niketamid als Vitamin B3-Abkömmling, sondern einfach das Vitamin B3, wo du in jeder Orange, in jedem Äpfel drin hast. Wir haben jetzt eine Luschenblätter konzipiert mit Vitamin B3 drin, klar, auch Zucker, und zusätzlich als wirklich aktivierende Substanz haben wir Koffein drin und noch eine Aminosäure, L-Carnitin, wo den Fettstoffwechsel anregt. Und das ist jetzt ein Produkt, das kannst du im Wettkampf nehmen, kannst aber auch außerhalb vom Sport nehmen. Kannst es auch nehmen, wenn du einfach sonst willst, einen Kaffee nehmen und du aber lieber eine Lutschtablette nimmst, wenn du ein Referat hast oder du eine Podiumsdiskussion oder einen Podcast oder eine Prüfung als Student. Einfach eine aktivierende Lutschtablette, die wir jetzt entwickelt haben und Anfang Mai auf den Markt gebracht. Du hast ja gesagt, Nike hat sich sofort verabschiedet. Du rennst jetzt also barfuß. Nein, ich habe jetzt immer noch, ich habe glücklicherweise noch genug Schuhe. Aber die Frage wird sich natürlich stellen nach einem Ausrüster. Ja, da werden wir den neuen Ausrüster angehen. Du, ganz ein anderes Thema. Du hast in einem Interview gesagt, du stündest auf ältere Frauen. Wie heisst sie? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich stehe auf Frauen, die wissen, was sie wollen. Und oftmals, oder habe ich immer gemeint, sind das ältere Frauen. Oh, okay, halt, okay. Du hast gemeint, das ist du sagst, hättest dich vom Gegenteil überzeugen lassen. Ja, vielleicht nicht das Gegenteil, aber ich habe es auch schon müssen revidieren, ist vielleicht das falsche Wort, relativieren. Es ist keine Altersfrage. Mhm. Wie heisst sie? Es gibt keine. Ich würde es dir gerne sagen. Mhm. Aber dann hat das mit der Gülscha nicht geklappt. Also Gülscha war es nicht gewesen. Es war dort sehr ab. Es sind aber haben beide türkische Wurzeln und der Journalist hat es dort mal falsch geschrieben. Mhm. Dann handelt es sich also bei dem Video-Interview, wo man dich mit der Prinzipessa Gülscha flirten sieht, um Fake News? Mit dem Interview, ja, stimmt. Nein, sie ist schon vergeben. Der Karim Hussein. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.